Ich wünsche mir so ein Gelee. Mach das für mich. Alles klar. Das kann ich schaffen. Gelee? Ich hab Fanta. Erstmal den Deckel öffnen. Oh, wieso ist das so schwer? Oh, so langsam klappt's. Na komm schon. Ach, doch nicht. Ah, ich hab ne Idee. Halt mal fest. Noch ein bisschen und... Nein, 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 nein. Gib mir sofort die Flasche zurück. Och, Menno. Jetzt habe ich so viel verschüttet. Pass auf, verschluck dich nicht, Emma. Ach, ich liebe diese Fanta. Aber wir sollen ja ein Gelee machen. Da werde ich einfach Honig hinzugeben. Oh, riecht köstlich. Davon muss ich was probieren. Schmeckt einfach super. Richtig schön süß. Davon will ich mehr. Oh, kipp das in die Flasche. Ah, du hast recht. Ich soll ja das Gelee machen. Ah, bist du eine Naschkatze? So ist gut. Jetzt kann ich was da reintropfen. Moment. Na komm schon. Noch ein kleines bisschen. Oh, ich habe nichts mehr übrig. Ich muss mir was anderes überlegen. Moment, ich hab's. Wo willst du denn hin? Oh ja, genau das, was ich brauche. Ich hoffe, die Bienen haben nichts dagegen, wenn ich mir diesen Bienenstock nehme. Oh. Oh nein, bloß nicht das. Seid nicht wütend auf mich. Ich wollte doch nur ein bisschen Honig. Lasst mich in Ruhe. Oh, gerade noch mal gut gegangen. Na, jetzt habe ich genug Honig. Oh, so viel davon. Schmeckt super. Na also, noch ein kleines bisschen. Ab in die Flasche. Und jetzt den Deckel schließen. Und jetzt alles gut durchschütteln. Oh, und was mache ich jetzt? Ah ja, natürlich. Ich muss diese Fanta einfrieren. Na also, jetzt heißt es abwarten. Mein Kessel ist bereit. Ich habe eine wunderschöne Spinne. Eine prächtige Kakerlake. Und ein Zweig Wermut. Und eine Zauberfeder. Eine unglaubliche Pille. Und natürlich einen kleinen Zaubertrank. Und fertig ist mein magisches Gelee. Wobei, Moment mal, ich habe die Tintenfisch-Tentakeln vergessen. Jetzt muss ich alles schön umrühren. Und fertig ist mein herrliches Gelee. Ich nehme mir Hubba Bubba. Der schmeckt richtig lecker. Wunderbar langer Kaugummi. Genau das Richtige. Das alles kommt jetzt in den Mixer. Das, was ich brauche. Jetzt schließe ich ihn und mixe alles gut durch. Jetzt brauche ich den besten Honig überhaupt. Wunderbar, genau diese Qualität brauche ich. Der kommt mit in den Mixer. Und schon habe ich wunderbares Kaugummi-Gelee. Probieren wir mal. Oh ja. Jetzt wird das vorsichtig in eine Flasche gegossen. Und jetzt mit etwas flüssigem Eis abgekühlt. Oh, schaut euch das an. Mein Gelee wird das leckerste sein. Sieht schick aus. Und außerdem gebe ich da noch ein bisschen Glitzer mit hinzu. Magischer, kühlender Glitzer. Ich glaube, mein Gelee ist fertig. Oh, was für eine riesige kalte Flasche. Schaut mal. Womit soll ich denn anfangen? Ich nehme mir diese blaue Flasche hier. Oh, wow. Ja, das schmeckt wunderbar. Was ist das denn? Eine Biene? Wie seltsam. Was soll ich jetzt probieren? Oh, diese rosa Flasche sieht toll aus. Schmeckt lecker. Wow, daraus kann ich sogar eine Kaugummiblase machen. Das ist die dritte Möglichkeit. Sieht ganz schön unappetitlich aus, aber ich probiere trotzdem was. Na, gar nicht schlecht. Ah, was ist denn mit mir los? Davon probiere ich nichts mehr.
Der Kaugummi hat gewonnen. Menno. Diesmal wünsche ich mir einen Lutscher. Der soll wunderschön sein. Ich weiß, wie ich ihn zubereiten werde. Ich brauche die Hände von diesen Puppen und einen kleinen Topf. Der Topf kommt auf den Herd, da kommt Zucker rein und etwas Wasser. Alles schön umrühren. Mein Lutscher wird die beste Farbe haben. Ich meine natürlich schwarz. Oh ja, das wird auf jeden Fall gut. Jetzt kommt diese Masse in ein Glas. Und da stecke ich jetzt die Hand rein. Nach einer Weile ziehe ich die Hand wieder raus. Und fertig ist mein verbrannter Zucker. Sieht aus wie ein Ärmel von einem Abendkleid. Was soll ich denn machen? Ich nehme mir einen Löffel. Da kommt Zucker drauf. Und den werde ich ein bisschen erhitzen. Oh, das macht ja Spaß. Oh, der brennt ganz schön stark. Ich sollte was probieren. Ah, das war ganz schön heiß. Versuch das Ding abzukühlen. Du hast recht. Du kommst in die Tiefkühltruhe. Na also. Oh ja, wunderbar. In diesen roten Sirup gebe ich Zucker. Oh, herrlich. Das wird ein gutes Bonbon. Jetzt noch ein bisschen umrühren. Yeah, jetzt ist es fertig. Was für ein nettes Würstchen ich hier habe. Das muss ich ausrollen. Bellissimo. Jetzt verbinde ich die rote Wurst mit einer weißen. Und jetzt drehe ich beide zu einer Schnecke ein. Herrlich, genau das, was ich wollte. Na, wie geht's meinem Lutscher? Ich frage mich, ob er kalt geworden ist. Oh nein, der ist ein bisschen zu kalt. Ah, das hat wehgetan. Aber dafür weiß ich sicher, dass er kalt ist. Schaut euch meinen Lutscher an. Wow, die Qual der Wahl. Was ist das denn? Es riecht ganz schön eklig. Nee, das will ich nicht probieren. Das sieht ja seltsam aus. Riecht aber gut. Das ist ja Zucker. Was? Das ist doch die Hand von meiner Barbie. Wie konnte sie nur? Wow, dieser Lutscher gefällt mir. Genau so einen habe ich mir gewünscht. Oh, der schmeckt ja super. Ja, der ist am besten. Ja, habe ich doch gewusst. Ich habe auch gar nicht dran gezweifelt. Ein letzter Schliff und ich wünsche mir eine Wassermelone. Was für eine große Wassermelone, voll cool. Wie soll ich dich öffnen? Mit der Faust vielleicht? Och, Menno, wieso geht das nicht? Ich werde einfach eine Kettensäge benutzen. Gleich mache ich das. Ah, du spritzt mich doch voll. Ja, mich auch. Sei doch vorsichtig. Nein, sorry. Das macht viel zu viel Spaß. Genau das, was ich wollte. Das sieht ganz schön unappetitlich aus. Ich werde das um einiges besser machen. Also, ich schneide ein Stückchen raus. Das brauche ich nicht. Jetzt nehme ich mir einen Mixer und mixe das Fruchtfleisch schön durch. Und schütte es aus. Wer braucht das schon? Jetzt kippe ich Gelatine in eine Schüssel und gebe ein bisschen Wasser mit rein. Schön umrühren. Und einfärben. Und wieder umrühren. Von solchen Schüsseln brauche ich 6 Stück. Und jeder hat eine andere Farbe. Sieht ja eklig aus. Du bist eklig. Schau mal, was ich mache. Ich kipp zuerst das rote Gelee rein. Dann das orangene, das gelbe, das grüne. Alle Regenbogenfarben eine nach der anderen. Und jetzt schließe ich die Wassermelone wieder. Super. Was ist denn hier los?
Ich werde dich noch kaputt machen. Aua, mein Arm tut weh. Meine arme Hand. Oh, du tust mir leid. Ich werde dir helfen. Ah, okay, meine Hände sind gerettet. Heißt das, ich kann nicht mehr weiterschlagen? Ja, so in etwa. Schau, ich helfe dir. So einfach war das? Wieso habe ich das nicht geschafft? Tja, das will gekonnt sein. Ich brauche einen Löffel. Und... das war's auch schon. Fertig. Guten Appetit. Womit soll ich anfangen? Mit der Wassermelone. Ich hole mir ein Stückchen raus. Und probiere es. Schmeckt nach ganz normaler Wassermelone. Hä? Was ist das denn für ein Gehirn? Irgendwie habe ich keine Lust drauf. Wobei... insgesamt schmeckt das halt eben wie eine Wassermelone. Und was ist das denn? Muss ich die Wassermelone etwa aufschneiden? Na okay, schauen wir mal, was da drin ist. Wow, das sieht ja toll aus. Unglaublich. Ich habe noch nie so eine Wassermelone gesehen. Das ist die beste und leckerste, die ich je probiert habe. Sie hat gewonnen. Was hast du gesagt? Nein, die Wassermelone hat gewonnen. Das ist voll unfair. Ich frage mich, was uns erwartet. So, ich bin fertig. Ich wünsche mir ein Sandwich. Alles klar. Ah, das schaffe ich ganz sicher. Wir können doch anfangen, oder? Zuerst muss ich das Brot in Form eines Sechsecks machen. Hier kommt ein Stück Käse drauf. Das schneide ich auch aus. Appetitlich. Hier kommt eine Chilischote drüber. Und ein bisschen Tabasco-Soße zum Würzen. Oh, ist das scharf. Genau das, was ich wollte. Hier kommt noch ein Stückchen Brot drauf. Und ein kleines Wurstkreuz. Jetzt muss ich die Dinger noch ein bisschen flambieren. Ist das nicht gefährlich? Na gut, ich benutze einfach einen Toaster. Da kommen meine Brotscheiben rein. Jetzt nehme ich mir diese wunderschönen bunten Streusel. So ist gut. Sieht schick aus. Da kommen noch Gummibärchen drauf und Marshmallows. Und noch ein paar Geleebohnen. Oh, das wird das beste Sandwich aller Zeiten. Oh, irgendwie kriege ich den Toaster nicht zu. Na also. Ah, das hat wehgetan. Oh ja. Die sind ganz schön heiß, aber ich bin mir sicher, die werden richtig lecker schmecken. Was macht ihr denn da, Mädels? Schaut mal her, so macht das ein echter Profi. Ein bisschen Schinken, ein bisschen Käse. Der Turm gefällt mir. Jetzt nehme ich mir Cheetos, zerkrümel die. Tunke das Sandwich da rein. Nee, gefällt mir nicht. Ich schlage ein Ei auf, vermische Eigelb mit Eiweiß, dippe da mein Sandwich rein und jetzt dippe ich es nochmal in die Krümel. Ein bisschen Öl in die Fritteuse. Das wird einfach unglaublich gut schmecken. Es wird Zeit, mein Sandwich rauszuholen. Oh ja. Na, das nenne ich doch mal ein Sandwich. Guten Appetit. Such dir was aus. Womit soll ich anfangen? Mit dem hier vielleicht. Oh, das sieht ja appetitlich aus. Wow, einfach richtig köstlich. Zu schade, dass das Sandwich so klein war. Was ist das denn? Sieht ja seltsam aus. Richtig schön bunt. Schmeckt lecker, da sind Bonbons drin. Und was ist das? Oh, sieht ganz schön eklig aus. Muss ich das etwa probieren? Mann! Ist das scharf? Helft mir!
Ich brauche ein bisschen Wasser. Oh, oder ein leckeres Sandwich. Das war das Beste. Yeah, ich habe gewonnen. Was ist das für ein Ding auf Ihrer Schulter? Was sollt ihr mir machen? Wie wär's denn mit einem Kuchen? Ach Quatsch, das schaffe ich. Also man braucht Mehl und Milch. Jetzt schlägt man zwei Eier auf. Dazu kommt etwas Butter und natürlich Zucker. Jetzt alles schön verrühren. Das gibt einen tollen Teig, nicht wahr, Wednesday? Eiskaltes Händchen. Mach schon. Gib zuerst das Mehl rein. Ja. Super. Und jetzt Milch. Und jetzt noch ein Ei. Ach ja, vergiss den Zucker nicht. Und jetzt musst du alles umrühren. Und ich gebe eine Kleinigkeit hinzu. Das macht die Sache auf jeden Fall besser. Gut gemacht. Was? Die Hand hat ja alles für sie gemacht. Och, Minno. Okay, gut, Ben, du musst dich zusammenreißen. Ich fange einfach mit diesen Muffins hier an. Da kommt ein bisschen Schlagsahne drauf. Und noch ein bisschen Muffins. Und noch mehr Schlagsahne. Und noch ein paar Muffins. Na also, fertig ist der Kuchen. Richtig lecker. Hä, was macht denn da die Hand? Also, meine Torte ist fast fertig. Hä? Eiskaltes Händchen, wo bist du denn? Na, wie auch immer. Ich mach das selber. Ich nehme mir ein kleines Messer. Und nehme die Hälfte raus. Aha, jetzt brauche ich noch dieses weiße Ding hier. Noch so ein bisschen und noch ein bisschen. Sieht aus wie ein Gehirn. Ah, ganz schön nett, Wednesday. Also, ich muss deinen Kuchen weitermachen. Stufe 2. Da kommt jetzt noch ein bisschen Creme drauf. Und schön formen. Wunderbar. Ich glaube, hier fehlt noch ein bisschen Verzierung. Die Formen fülle ich mit Vollmilchschokolade. Und zum schnelleren Aushärten benutze ich flüssigen Stickstoff. Jetzt noch ein bisschen Schokoladenmasse und ein paar Nüsse. 1, 2 und fertig sind meine M&Ms. Die lege ich natürlich auf die Torte und die kleinen M&Ms kommen oben drauf. Meine Torte ist fertig. Ich habe mich selbst übertroffen. Ah, viel zu süß. Ich muss ein bisschen Blut hinzugeben. Viel davon. Und ein paar Augen. Na also. Paige mag Regenbogen, also gebe ich noch ein paar Streusel hinzu. Wow, Wednesday! Was ist das denn? Dein Kuchen lebt! Natürlich lebt er. Das ist schließlich ein Gehirn. Lass uns alles probieren. Oh, wow, das ist ja ein M&M's-Kuchen. Ist das ein Gehirn? Ich fange mit Bens Kuchen an. Hä, das ist ja nur Schlagsahne und Muffins. Ist zwar lecker, aber das ist kein richtiger Kuchen. Okay, jetzt mache ich mich an den Chefkochkuchen. Oh, was für eine große Süßigkeit. Unglaublich lecker. Ich glaube, dass die Torte noch besser schmeckt. Einfach wunderbar. Okay, ich mache mich so langsam an Wednesdays Kuchen. Ich hoffe, dass es kein richtiges Blut ist. Moment mal. Das ist doch Erdbeersirup. Und das sind Glotzer mit Füllung. Ist ja richtig köstlich. Wow, und der Kuchen schmeckt auch furchtbar gut. Wednesday, du hast gewonnen. Ich kann mich gar nicht losreißen. Herzlichen Glückwunsch. Ich liebe diesen Kuchen. Moment mal, ist er etwa lebendig? Ist das eine richtige Hand? Ah! Hilfe! Das Ding sitzt auf meinem Kopf! Ah, da bist du ja. Na, was erwartet uns diesmal? Das reicht. Ich
will Nudeln. Nudeln also? Das ist kinderleicht. Es gibt ja schließlich Instant-Nudeln. Ich öffne nur den Deckel, streue da die Gewürze drüber und setze den Kessel auf. Das war's. Und was macht... was für eine Sauerei. Wednesday, sind das etwa Maden auf dem Teller? Wednesday, ich glaube, Paige wird das nicht gefallen. Das müssen wir wegwerfen. Ach, ihr seid solche Softies. Na gut, dann mache ich hier eben richtige Nudeln. Ich muss einfach Wasser mit etwas roter Farbe und einer Gelee-Mischung vermischen. Umrühren. Jetzt schneide ich mit meiner kleinen Gartenschere den Überschuss von diesen Röhren im Glas ab und gieße den Teig rein. Oreo-Kekse. Ich liebe diese Creme. Jetzt werde ich aus den Keksen Streusel machen. Und da kommen jetzt meine Gummilarven drauf. Sieht gar nicht schlecht aus, würde ich sagen. Kommt alles schön drauf. Na also, fertig sind meine Spaghetti. Das ist mal wieder typisch Wednesday. Ich werde selbstgemachte Nudeln machen. So, jetzt muss ich sie nur noch kochen. Al dente natürlich. Hausgemachte Nudeln. Viel zu viel Mühe. Ich muss einfach nur dieses kochende Wasser da reingeben und den Deckel wieder zu. Ich habe gesagt, Deckel zu. Wieso geht das nicht? Ah, Moment, ich habe eine Idee. Ich muss einfach ein Bügeleisen benutzen. Na also, schau dir das an, Betty. Ich wünschte, ich hätte das nicht gesehen. Also, meine Pasta ist fertig. Ab in die Friteuse. Oh, einfach wunderschön. Jetzt wird etwas Käse und ein paar Tomaten garnieren. Solche kleinen Kirschtomaten. Wunderschön. Ha, so viel Mühe. Meine Nudeln sind viel leckerer. Moment, ich muss sie aufmachen. Wieso geht das nicht? Mensch, was soll ich machen? Ah ja, genau. Ich klebe einfach einen Strohhalm mit einem Kaugummi an dem Ding fest. Das ist auch viel bequemer. Tada, meine Nudeln sind fertig. Meine auch. Mann, ihr habt so viel gekocht. Ich fange mit dieser Variante an. Hä, wieso sind die so hart? Hm, sieht ganz schön seltsam aus. Die sind ja irgendwie viel zu trocken. So lala. Hä, sind das etwa Maden? Die sind wohl nicht lebendig, oder? Probieren wir mal. Na komm schon, Paige, du schaffst das. Moment mal. Das sind doch Gummibärchen und Oreo. Voll köstlich. Und was ist das, Ben? Die Gabel werde ich wohl nicht gebrauchen. Ich nehme mir einfach diesen Strohhalm hier. Weg mit diesem Kaugummi. Probieren wir mal. Die Brühe schmeckt lecker. Und die Nudeln auch. Ben, du hast gewonnen. Gefällt mir richtig gut. Wirklich? Hab ich gewonnen? Yeah, ich hab's geschafft. Ups, tut mir leid. Na, was machen wir jetzt? Aha, ich bin fertig. Also, ich wünsche mir einen Schokoladenkeks. Genau so einen. Ha, ist ja Blödsinn. Da muss man ja gar nichts machen. Ich nehme ihn einfach aus der Packung. Fertig sind wir. Ha, übrigens, ich kann mir sogar einen nehmen. Voll lecker. Was machen die anderen? Diesmal verliere ich sicher nicht. Ich nehme Milch und Mehl. Zwei Eier. Alles schön zusammenmischen. Und jetzt müssen wir den Teig ausrollen. Das ist ganz einfach. Schließlich habe ich mein Lieblingsnudelholz mitgenommen. Jetzt nehme ich mir diesen extra Keksausstecher. Ich
mach gleich mehrere Formen. Meine Keksausstecher versagen nie. Wednesday, was machst du denn da? Ich mache eine Guillotine für den Teig. Ich muss ihn ja schließlich in kleine Stücke zerteilen. Jetzt muss ich diese Würstchen zu Finger formen. Und den Nagel nicht vergessen. Die kommen jetzt hier drauf. Jetzt mache ich den Zuckerguss mit Zucker und Wasser. Und ein bisschen grüne Lebensmittelfarbe. Alles schön umrühren. Und auftragen mit einem Pinsel. Es ist Zeit, die Dinger zu backen. Drähte anschließen. Es werde Licht. Oh ja, das gefällt mir. Und fertig sind die Dinger. Na, was sagst du dazu, Betty? Ganz schön ungewöhnlich. Meine Kekse hier werde ich auch backen. Jetzt muss ich sie in Schokolade stecken. Ich habe genauso viele Farben, wie ich auch Formen habe. Die kommen jetzt alle übereinander. Und fertig ist mein kleiner Keksburger. Oh, wie eklig. Ah, ihr seid so langsam. Und ich habe alle Kekse aufgegessen. Was soll ich denn jetzt tun? Moment, ich habe eine Idee. Ich brauche einfach einen Toast. Und jetzt Schokopaste. Riecht gut. Ups. Ich glaube, die sind verbrannt. Aber das macht nichts. Da kommt jetzt Paste drauf. Na, sieht doch aus wie ein Oreo-Keks, oder? Ich muss nur noch den Rand abbeißen. Na also, so sieht's gut aus. Das ist sogar für mich unangenehm. Also Paige, los geht's. Wow, diesmal habt ihr wirklich euer Bestes gegeben. Abgesehen von Ben, was ist das denn überhaupt? Hat das jemand schon mal gekaut? Ist ja alles voll flüssig. Nein, danke, das will ich nicht. Was kommt als nächstes? Ich probiere diese Hexenfinger hier. Sieht ganz schön interessant aus. Und schmeckt sogar gut. Ich kriege gar nicht genug davon. Und jetzt diese Kekse hier. Oh wow, so viele davon. Und zusammen ergeben wir einen Burger. Wow, dieses Brötchen ist mega knusprig. Ich will alles zusammen probieren. So richtig schön knusprig und schokoladig. Also diese Kekse haben auf jeden Fall gewonnen. Betty, du hast dich selber übertroffen. Wirklich, ich? Ah, ich freue mich total. Also, ich schlage vor, wir beginnen mit was wirklich Leckerem. Mit einem Cocktail zum Beispiel. Ach, gleich mache ich für Kate einen Mega-Cocktail. Also, es wird Zeit, in mein geheimes Rezeptbuch reinzuschauen. Gut, dass ich es immer mit habe. Also, für diesen Cocktail brauchen wir Würmer, dann noch ein paar Kakerlaken und natürlich grünen Schleim. Schön viel davon. Oh, das sieht ja schon richtig eklig aus. Aber das war noch nicht alles. Da kommt noch ein verfaulter Fisch rein. Und das Skelett werfen wir weg. Jetzt alles schön umrühren. Oh, das ist ja mega eklig. Ich muss mir auch was überlegen. Moment, ich hab's. Ich kombiniere einfach alle Lieblingsgetränke von Kate. Wie wär's mit Sprite, Fanta und Cola? Genau das, was ich brauche. Alles öffnen. Und vermischen. Gut, dass ich all das in meinem Mini-Kühlschrank mit hatte. Die sind so schön kalt. Schmeckt mega lecker. Ups, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Aber der Cocktail schmeckt gut. Hier kommt noch ein Strohhalm rein. Ach, ihr habt doch echt keine Ahnung, wie man Cocktails zubereitet. Ich zeig's euch. Jeder normale Milkshake braucht natürlich Eis. Die Eiscreme vermische ich mit Lebensmittelfarbe. Daraus mache ich einen richtigen Regenbogen. Wir sind fast fertig. Da kommt jetzt noch Schlagsahne obendrauf. Und natürlich einen Schokoladenregenbogen.
Erstmal mahlen und dann aushärten lassen. Ich bin mir sicher, das wird perfekt aussehen. Hier fehlen nur noch ein paar Streusel und die Strohhalme. Wir sind fertig. Oh wow, so eine große Auswahl. Ich fange einfach mit dem hier an. Sieht ganz einfach aus. Schmeckt richtig lecker. Als würde ich all meine Lieblingsgetränke gleichzeitig trinken. Mal sehen, was mich hier erwartet. Was ist denn hier los? Spürt ihr das auch? Was für ein seltsamer Effekt. Ja, also das hat gar nicht geschmeckt. Na, probieren wir mal das, was mir der Chefkoch vorbereitet hat. Ein Regenbogencocktail sieht ja toll aus. Schmeckt einfach unglaublich. Und dieser Regenbogen ist einfach perfekt. Also, du hast auf jeden Fall gewonnen. Oh, wirklich? Vielen Dank, Kate. Hab ich's doch gewusst. Jetzt wünsche ich mir, dass ihr mir einen großen Burger macht. Ach, das ist doch ganz einfach. Ich muss einfach mit der Bulette anfangen. Die brate ich schön. Aber nicht übertreiben, die Bulette soll ja schließlich noch saftig bleiben. Hä? Wednesday, wozu brauchst du denn einen Brenner? Ich habe eben meine eigene Art, meine Bulette zu braten. Wozu denn all diese Mühe? Es gibt doch einen Toaster. Ich steck meine Bulette einfach in den Toaster. So einfach ist das. Oh Mann, der Chefkoch macht sich bereits als Gemüse. Natürlich. Ich will ja schließlich einen saftigen Burger bekommen und dafür brauche ich genug Gemüse. Also, jetzt wird's Zeit. Brötchen, Ketchup mit Mayo, Bulette, Käse, Salatblatt, Zwiebelringe, Gurken, eine Tomate und das Brötchen. Aber das war noch nicht alles. Obendrauf kommt noch etwas Käsesoße. So schmeckt der Burger gleich viel besser. Oh, bravo, das sieht super aus. Ach, ich bitte dich, das ist doch so banal. Was ich hier mache, verdient tatsächlich höchsten Lob. Das Rezept ist fast genau dasselbe, aber mein Burger sieht um einiges interessanter aus. Habt ihr jemals so einen Spinnenburger gesehen? Wow! Hä? Wieso riecht das denn so verbrannt? Oh nein, meine Bulette! Oh, jetzt muss ich sie noch fangen! Mist! Also, ich will ja nichts sagen, aber irgendwie habe ich es wohl ein bisschen übertrieben. Aber das macht nichts. Ich muss einfach genug Gemüse hinzugeben. Eine Tomate zu schneiden ist doch viel zu langweilig. Ich zerquetsche sie einfach. Hier kommt noch Käse drauf. Und ein Toastbrot. Fertig sind wir. Moment, ein Burger muss ja schließlich rund sein. Meiner ist quadratisch, also muss ich noch die Ränder abbeißen. Tada! Guten Appetit! Ich weiß ja gar nicht, womit ich anfangen soll. Wednesday, du hast mal wieder was Gruseliges gemacht. Hey, Betty, also von dir habe ich sowas sicher nicht erwartet. Das werde ich noch nicht einmal probieren. Die Spinne lasse ich auch erstmal beiseite. Wie soll ich denn diesen Burger anfassen? Nicht schlecht. Aber eben ganz normal und banal. Und was haben wir da? Oh nein, diese Spinne bewegt sich ja. Jetzt bleib mal stehen. Mir entkommst du nicht. Ich werde dich nämlich aufessen. Mann, das schmeckt ja richtig lecker. Das hat mir gefallen. Ja, ich wusste doch, dass ich gewinnen würde. Diesmal wünsche ich mir einen Kuchen. Ich hoffe, das schafft ihr. Versuchen wir es mal. Hey, eiskaltes Händchen, ich werde deine Hilfe gebrauchen. Knet mir bitte den Teig. Ja, okay. Du hast dein Bestes gegeben. Ich benutze einfach ein Nudelholz.
Und jetzt wird's Zeit, dem Teig die gewünschte Form zu verpassen. Bleib mal schön liegen. Sieht jetzt schon gut aus. Und jetzt wird's Zeit, die Hände mit leckerem Erdbeersirup voll zu pumpen. Sieht richtig aus wie Blut. Ja, das ist ja voll furchtbar. Sowas würde ich nicht essen. Warum nicht? Das sind doch einfach nur essbare Hände. Also ich finde, das sieht lecker aus. Es wird Zeit, dass ich meinen Kuchen in den Ofen bringe. Mal sehen, was Kate dazu sagen wird. Also ich werde meinen Kuchen nach einem eher klassischen Rezept machen. Der Anfang ist ziemlich derselbe wie beim Milkshake-Rezept. Etwas Eis einfärben und gut durchrühren. Das mache ich so mit mehreren Portionen in mehreren Farben. Alles soll schön bunt sein. Die entstandene Mischung muss jetzt noch ein bisschen geschmolzen werden, damit sie nicht so dickflüssig ist. Und als nächstes kommt jetzt alles auf den Tortenboden. Eine farbige Schicht nach der anderen. Und zum Schluss kommt noch ein bisschen Schlagsahne obendrauf und ein paar bunte Streusel, um die Torte noch bunter zu machen. Meine Eistorte ist fertig. Also meine handgemachte Torte, ha, das ist ja voll lustig, ist fertig. Hier fehlen nur noch ein paar Nussnägel. Aha, in diesem Rezept ist alles ganz schön detailliert beschrieben. Ich glaube, ich habe eine Chance zu gewinnen. Zuerst muss ich den Teig machen. Dazu brauche ich Mehl, Zucker, Eier und ein bisschen Salz. Und jetzt alles mit dem Mixer aufschlagen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Also benutze ich einfach meine Hände. Wir sind fertig. Und was machen wir weiter? Aha, jetzt brauche ich Marmelade. Oh, ich liebe diese Erdbeermarmelade. Hey, du gruseliger Arm, was willst du denn hier? Wegen dir sehe ich das Rezept nicht. Ah, alles klar. Jetzt kommt mein Kuchen in den Ofen. Das wird sicher mega lecker sein. Also werde ich auch gewinnen. Vielleicht sollte ich sogar Chefkoch werden. Schließlich habe ich Talent dazu. Hm? Was riecht denn hier so komisch? Na, wie auch immer. Dass ich hier bin, sonst hätte ich so einen Spaß verpasst. Hier ist mein Kuchen. Er ist ein bisschen explodiert. Betty, was ist das denn? Diese Holzkohle werde ich sicher nicht probieren. Diese Torte sieht ja schön aus. Probieren wir mal. Oh, richtig schön sanft. Und sieht wie ein echter Regenbogen aus. Oh, schön kalt. Das ist ja eine Eiscreme. Also, dieser Kuchen gefällt mir gut. Wednesday hat schon wieder was Seltsames gemacht. Ich hoffe, dass das wenigstens essbar ist. Mann, ist das lecker. Das schmeckt ja wie so ein Kuchen von McDonald's. Wednesday, du gewinnst in der Runde. Ah, weil ich nun mal die Coolste bin, nicht wahr? Oh, ich wünsche mir jetzt was Leckeres zu essen. Und zwar diese Nudeln hier. Ach, das ist mein Lieblingsgericht, das schaffe ich. Nudeln, ach, finde ich doch alles. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man Spaghetti kochen soll. Erstmal müssen wir die Spaghetti kochen. Okay, ich mache einfach alles, was die Oma macht. Das Seil werde ich wohl nicht gebrauchen. Und jetzt muss ich das irgendwie alles ins Wasser packen. Oh Mann, wieso ist das so schwer? Schau mal, was die Oma macht. Schau, wir legen die Spaghetti ins Wasser und wenn die weich werden, rutschen die selber ins Wasser rein. Perfekt. Soll das euer Ernst sein? Ihr habt doch gar keine Ahnung, wie man Nudeln kocht. Ich mach das ganz anders.
Ich werde nämlich meine Nudeln selber machen. Ich brauche etwas Mehl, 2 Eier, Olivenöl, etwas Salz. Alles schön zusammenmischen. Ah, das ist so entspannend. Wie auch immer, mein Teig ist fertig. Jetzt ausrollen. Oh, das dauert zwar ein bisschen, aber die Mühe wird sich auszahlen. Jetzt muss ich den Teig in Streifen schneiden. Und den werde ich jetzt kochen. Jetzt geht's an die Meeresfrüchte. Ich bin mir sicher, ein paar Garnelen werden Jess gefallen. Die brate ich natürlich in frischer Butter. Bellissimo! Was ist das denn? Das sind die besten Nudeln aller Zeiten. Schön viel Käse drüber reiben. Ah, meine Nudeln kleben am Kochtopf. Was soll das denn? Wie auch immer, wird eh nicht klappen. Ah, ich habe eine Idee. Ich benutze einfach die Kaugummis hier. Mit ein bisschen Schokosoße und ein paar Gummibärchen. Das wird schon. Ganz schön originell, mein Kleiner. Was haben wir denn da? Ui, das sieht ja schön aus. Probieren wir mal. Gar nicht schlecht. Aber nur, wenn man sehr hungrig ist. Ich probiere noch was anderes. Oh, so viel Käse. Gefällt mir gut. Aber die kleben irgendwie total. Wobei, das hat sogar etwas. Was sind das denn für Nudeln? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ah, das ist ja Kaugummi mit Schokosoße und Gummibärchen. Das ist der Gewinner, eindeutig. Yeah, ich hab's geschafft. Ich glaube, die Challenge gefällt mir. Diesmal möchte ich gerne einen Hotdog haben. Ein Hotdog? Ach, sowas schaffe ich doch ganz einfach. Hä? Was macht ihr da? Muss man die Würstchen etwa braten? Aber natürlich, mein Kleiner. Man kann doch keine rohen Würstchen essen. Okay, ich werde wohl nach diesen Regeln spielen müssen. Wer braucht schon dieses Ding da? Einfach so viel wie möglich Öl. Und jetzt erhitzen. Oh, das kann nicht gut enden. Okay, das Öl ist heiß. Nein, tu es nicht. Wieso denn nicht? Das tut voll weh. Das spritzt total. Hilfe, 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 Hilfe. Weg damit. Okay, okay, jetzt spritzt nichts mehr. Das war ja ganz schön gefährlich. Hey, Oma. Beim nächsten Mal fragst du mich nach Rat. Ach, das Würstchen riecht ja gut. Und jetzt schön ins Brötchen. Mit ein bisschen Senf. Und fertig sind wir. Sieht schön aus. Ted, was ist denn hier los? Okay, ich werde mein Würstchen eben mit dem Gasbrenner hier anbraten. Oh, schön knusprig. Ach, schon wieder diese Möchtegerne. Ich zeig euch mal, wie das geht. Merkt euch das. Eier, Milch, schön aufschäumen. Da kommt jetzt etwas Mehl rein. Wir machen den Teig fürs Brötchen, das ist doch klar, oder? Jetzt nehme ich mir Würstchen und Käse. Die spieße ich auf. In diesen kleinen Kochtopf kommt jetzt Öl. Darin werde ich das Würstchen mit dem Käse im Teig frittieren. Ach ja, ein paar Chips nicht vergessen. Das wird die Sache schön knusprig machen. Und jetzt abwarten, bis der Hotdog schön braun ist. Erledigt. Ah ja, und noch ein bisschen Ketchup und Senf dazugeben. Oh, das sieht ja schön aus. Gib mir mal den Ketchup und den Senf. Ah, je mehr Soße, desto besser. Ich glaube, ich werde gewinnen. Mal sehen. Diesen Hotdog will ich nicht mal anfassen. Der sieht aber lecker aus. So ein ganz normaler Hotdog, würde ich sagen. Wenn auch zu viel Brot und zu wenig Wurst.
Oh Mann, was ist das denn? Du meine Güte, das ist echt das Beste, was ich je gekostet habe. Herzlichen Glückwunsch, das ist die Gewinnerin. Haha, ich habe gewonnen in dieser Runde. Ich frage mich, welches Gericht Ben für die erste Herausforderung im Sinn hat. Oh, eine Wassermelone. Aber eine Wassermelone muss man doch nicht kochen, oder? Emma, hast du eine Idee? Sicherlich fällt dir was Nettes ein. Oh, Vorsicht! Ups, sieht so aus, als hätte Emma jetzt viel weniger Wassermelonen zur Auswahl. Aber hier ist doch noch Raum für Fantasie, nicht wahr? Aha, ich habe eine Idee. Oh wow, so viele Werkzeuge. Was hast du denn vor? Nee, das brauche ich nicht. Nee, das auch nicht. Nein, das brauche ich auch nicht. Du hast nur noch den Eimer. Aber was hast du denn damit vor? Oh nein, diese Wassermelone ist ja schon richtig staubig. Das ist doch sicher nicht essbar. Emma, das willst du doch wegwerfen, nicht wahr? Oh nein, sie will das ja Ben servieren. Ist ja furchtbar. Die Oma ist enttäuscht. Oh, sie wird der Emma zeigen, was eine schöne Wassermelonenportion ausmacht. Na, wie sieht denn diese Portion von innen aus? Wow, lässt sich ja wunderbar schälen. Gut gemacht, Oma. Jetzt braucht sie ein spezielles Messer, um alles schön zu schneiden. Toll. Jetzt brauchen wir die Scheiben nur noch schön auf den Teller legen. Etwa so. Hm, hier ist noch ein Stück übrig geblieben. Ah, das kann ich noch aufessen. Und jetzt ist die Köchin Betty an der Reihe. Schaut genau hin, hier arbeitet ein echter Meister. Wow, was für eine ungewöhnliche Form, ein echtes Kunstwerk. Jetzt schneidet Betty den Rand ein wenig weiter ab, so in etwa. Oh, das kann ich mir unendlich lang anschauen. Eine echte Perfektion, das ist doch gar keine Wassermelone mehr. Unglaublich gut, bravo Betty. Alle drei Gerichte sind fertig, das heißt, es ist Zeit, es auszuwählen. Oh wow, das sieht ja alles voll toll aus. Hm, ich fange mit diesem saftigen Stückchen hier an. Hm, richtig gut. Wassermelone ohne Schale sind großartig. Hä, und was ist das denn? Soll das ein Scherz sein? Ist ja auch voll eklig und dreckig. Oh wow, das sieht ja interessant aus. Probieren wir mal. Ich frage mich, ob Ben das Gericht von Betty gefallen wird. Oh, ein Bissen scheint nicht genug zu sein. Das ist ein gutes Zeichen. Es scheint eine Wahl zwischen Omas Gericht und Bettys Gericht zu sein. Ja, die Chefköchin gewinnt. Herzlichen Glückwunsch, Betty. Ein wohlverdienter Sieg. Was soll ich sagen? Das ist eben ein Meister. Okay, eine neue Challenge. Und was ist das? Ein Überraschungsei? Oh, wow. Wie soll man das denn kochen? Keine Ahnung, aber ich werde es probieren. Was könnte denn einfacher sein? Also ich brauche das und das und noch das. Großartig. Oh, wie soll ich das denn kochen? Also ich könnte das so versuchen und dann so. Oh nein, bloß nicht das. Oh oh, das Ei ist einfach aus der Schale gelaufen. Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Ich muss einfach das restliche Ei ausgießen. Jetzt können wir etwas Gelatine mit Wasser hinzufügen, ein Stück Kiwi dazugeben und umrühren. Jetzt müssen wir dasselbe tun, aber eben mit anderen Farben. Oh, so viele verschiedene schöne Farben. Jetzt nehmen wir die entstandene Flüssigkeit mit einer Spritze auf, so in etwa. Und jetzt brauchen wir die Eierschalen. Da kommen jetzt die Flüssigkeiten rein. Super! Aber Betty scheint nicht beeindruckt zu sein. Ich zeige euch, was ein richtiges Überraschungsei ist. Zuerst schmelzen wir weiße Schokolade. Was für eine schöne Schokoladencreme. Die kommt jetzt in verschiedene Behälter. Da fügen wir etwas Farbe hinzu. Perfekt. 1, 2, 3. Jetzt brauchen wir eine spezielle Form eines Eis. Da kommt jetzt unsere Creme rein. Ein bisschen schütteln und jetzt noch abkühlen. Öffnen. Oh ja, das sieht super aus.
Genau das, was wir wollten. Da kommt jetzt Schlagsahne rein. Und das Ei können wir schließen. Das sind die besten Überraschungseier, die ich je gesehen habe. Hahaha, von wegen. Jetzt muss ich meine Eier noch schälen. Ich glaube, mein Dessert wird meinem kleinen Enkel auch gefallen. Was sagt ihr denn dazu? Was machst du denn da? Emma, du musst dir dringend was überlegen. Die Zeit läuft uns davon. Aha, sie macht sich ans Ding. Ich glaube, das ist die Überraschung, die in diesem Ballon drin sein wird. Was? Nutella? Warum bedeckt Emma diesen Ballon mit Nutella? So viele Fragen. Aber eins ist sicher, mit Nutella sieht sogar ein Luftballon viel leckerer aus. Also ich möchte unbedingt wissen, was das alles zu bedeuten hat. Hier fehlt der letzte Schliff, süße Streusel. Aber das ist doch nicht essbar. Die Zeit ist um. Jetzt geht's ans Entscheiden. Ene, mene, miste, es krabbelt in der Kiste. Ich fange damit an. Wow, so richtig schön bunt. Ist das etwa Gelee? Also ich bin kein großer Fan davon, aber schmeckt gut. Oh, was haben wir denn da? Oh, wow. So viel Schlagsahne. Probieren wir mal. Diese Schokolade schmeckt einfach unglaublich gut. Wow, was für ein Mega-Dessert. Oh, Mann. Das war wohl ein Prank, oder? Aber zumindest ist da ein Geschenk drin. Und ich glaube, das sollte man nicht essen. Wer wird gewinnen? Eindeutig das Gericht von Betty. Ein weiterer solider Sieg. Bravo. So, ich wünsche mir Waffeln. Wie auf dem Bild. Das schaffen wir. Ganz einfach. Schneebesen, Spachtel, los geht's. Mann, ist das lecker. Ups, sorry. Na, typisch du. Okay, es wird Zeit, dass wir uns an die Arbeit machen. Mehl kommt in die Schüssel. Zwei Eier aufschlagen und natürlich Zucker. Ein bisschen Milch und Butter. Jetzt alles schön verrühren. Siehst du, so geht das, Ben. Ach, ich bitte dich. Ich gieße den Teig in Schüsseln. Etwa so. Jetzt gebe ich ein bisschen rote Farbe hinzu und verrühre alles. Aha, hast du etwa Lust auf ein Wettkochen? Ich werde schneller sein. Okay, mein farbiger Teig ist fertig. Jetzt kommt er vorsichtig aufs Waffeleisen. Sieht ja schön aus. Ich liebe Nutella. Was? Der Chefkoch hat schon eine Waffel. Ich muss mir was einfallen lassen. Genau. Ich gebe einfach das Mehl in die Nutella. Jetzt ein bisschen Milch. Alles schön verrühren. Und den Teig gieße ich auf das Waffeleisen. Ich bin mir sicher, dass Betty meine Schokowaffel gefallen wird. Na, was sagt ihr dazu? Ich muss jetzt meine Waffel noch ein bisschen verzieren. Und zwar mit Schokolade. Und ein paar Regenbogenstreusel. Ach, sieht das schön aus. Ich bitte dich, soll das eine Waffel sein? Das sind echte Waffeln. Da kommt jetzt noch Ahornsirup drüber und Puderzucker. Und natürlich Erdbeeren. Meine Waffel ist auch fertig. Das war's auch schon. Oh Mann, die haben ihre Waffeln schön verziert. Das schaffe ich auch. Wie wär's denn mit ein paar Skittles? Sieht doch richtig hübsch aus. Zu schade, dass ich nichts mehr übrig habe. Na dann, guten Appetit. Oh wow, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Mit den Regenbogenwaffeln. Die riechen ja gut. Und schmecken richtig lecker. Einfach fantastisch, Ben. Jetzt probiere ich Emmas Waffel. Bonbons und Schokolade. Was für eine tolle Kombination, gefällt mir.
Und jetzt die Waffeln von meiner Oma. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Sieht aus wie auf meinem Bild. Oh, das schmeckt einfach super. Ich weiß gar nicht, für wen ich mich entscheiden soll. Ich esse einfach alles. Schmeckt super lecker. Einfach perfekt. Ups. Betty, ist alles in Ordnung mit dir? Na, wer hat denn gewonnen? Was erwartet uns diesmal? Ich bin fast fertig. Ich wünsche mir ein Hühnerbein. Ach, ganz einfach. Warte, wo soll ich denn das herkriegen? Nimm das bitte weg. Ach komm schon, das ist doch einfach nur ein Hähnchen. Das werde ich gleich kochen. Da kommt ein bisschen Öl drauf. Und ein paar Gewürze. So sieht's gut aus. Jetzt schneide ich Äpfel in Stücke. Und eins werde ich direkt in das Hühnchen reinstecken. Und die restlichen Stücke lege ich drumherum. Das kommt jetzt in den Ofen. Hä? Oma ist ja schon fertig. Moment, ich habe auch eine Idee. Ich nehme mir ein paar ganz schön scharfe Cheetos und da kommt jetzt noch etwas Tabasco rein. Alle schön zerkneten. Und fertig ist das Paniermehl für meine Hähnchenschenkel. Die kommen da jetzt einfach rein. Na also, wunderbar paniert. Aber aufs Backblech. Na, wer kocht denn schon so? Schau mal, so geht das. Hier kommt etwas Salz und Pfeffer drauf. Und noch ein paar Gewürze. Und ein paar Kräuter. Alles schön einreiben. Und jetzt kommt dieses Hähnchen auf eine Grillpfanne. Ein bisschen Öl. Und bloß nicht anbrennen lassen. Oh wow, Oma, du bist ja schon fertig. Ach, fertig ist mein Hähnchen. Da kommen noch ein paar Orangen drauf und eine kleine Verzierung. Herrlich. Kate, mach dich an dein Gericht. Ja, mache ich auch. Mein Hähnchen ist auch fertig. Super. Ja, ist das scharf. Ach du meine Güte. Aber dafür ist mein Hähnchen schon fertig. Das kommt jetzt in so einen KFC-Eimer. Bellissimo, würde ich sagen. Mein Hähnchen kommt auf einen Brunnen. Auf einen Käsebrunnen. Oh ja, was könnte besser sein? Ich hoffe, das wird dir gefallen, Betty. Guten Appetit. Oh wow, das sieht alles so schön aus. Ist das ein Käsebrunnen? Damit fangen wir an. Das Bein kommt einfach in den Käse rein. Sieht ganz schön appetitlich aus. Wow, das schmeckt einfach unglaublich. Das Hähnchen oder die Keulen? Ich fange mit den Keulen an. Na dann, lass uns mal probieren. Oh, Moment mal. Wieso ist das so scharf? Ich brenne. Ich brauche dringend was anderes. Oh, jetzt geht's mir besser. Oh, übrigens, das Hähnchen von meiner Oma ist ganz schön lecker. Riecht super. Wow, Oma, das ist einfach unglaublich. Du hast gewonnen. Ich krieg einfach nicht genug davon. Ja, hab ich's doch gewusst. Habt ihr das gesehen? Tja, so geht das. Na, was erwartet uns diesmal? Ich wünsche mir Pommes. Könnt ihr das schaffen? Ach, das ist ein Kinderspiel. Die Oma schafft das sicher. Aua, meine Fingerchen. Ach, selbst ich schaff sowas. Erstmal die Kartoffeln schneiden. Ach, Mensch, blödes Messer. Aua!
das war ich nicht, das war die Oma. Ach, du meine Kleine. Also, ich habe die Kartoffeln bereits in Stücke geschnitten. Die kommen jetzt in diesen kleinen Topf. Da kommt ein bisschen Öl drüber. Und natürlich ein paar Gewürze. Und noch ein Zweig Rosmarin. Ich nehme den Topf. Nein, ich nehme den Topf. Beruhigt euch, ich werde euch beide benutzen. Tja, gleich zeige ich euch ein richtiges professionelles Kochgerät. Ein paar Umdrehungen und fertig sind unsere Kartoffeln. Oder um genauer zu sein, meine Kartoffelspirale. Die frittiere ich jetzt einfach. Ich bin mit dem Schneiden fertig. Jetzt kommt alles in den Toaster. Anmachen und es macht Peng. Ups, ich habe es ein bisschen übertrieben. Aber ich kann die Dinger einfach einsammeln. So in etwa. Hm, wie aus McDonald's. Hm, und das probiere ich selber. Hm, meine Kartoffeln sind auch fertig. Die riechen einfach super. Hier kommt noch etwas Käsesoße obendrauf. Oh, das ist doch so banal. So muss man Kartoffeln servieren. Und zwar mit Barbecue-Soße. Ach, ich bitte euch, die beste Soße ist doch eh Ketchup. Ich bin mir sicher, Betty ist damit einverstanden. Na endlich, ich freue mich schon auf die Kartoffeln. Ich fange einfach damit an, okay? Hm, genau das habe ich mir doch gewünscht. Mit Ketchup. Ach, riecht wie in McDonald's. Und schmeckt auch wie in McDonald's. Und jetzt die Kartoffeln von meiner Oma. So viel Käsesoße. Nicht schlecht, aber ich habe mir was anderes gewünscht. Wow, was ist das denn? Das sieht ja wirklich unglaublich aus. Ich frage mich, wie das schmeckt. Erstmal in die Soße tunken und jetzt probieren. Unglaublich, das sind die besten Pommes, die ich je gegessen habe. Die haben eindeutig gewonnen. Ich bin ein echtes Kochgenie. Ich meine, Dankeschön.